Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part in Let's Play Heartful Chance. Und heute fahren wir mit Dreambird und Judy. Mhm. Ob das Tetsuya Takahashi ist oder nicht. Was denkt ihr? Ich weiß es nicht. Ich lasse auf mich zukommen. Könnte er sein, aber es könnte auch sein, dass das nicht ist. Also, ja. 50-50! 50-50! Ob das richtig ist, erfahren wir, wenn das Licht angeht. Es gibt eine plötzliche Pause. Meine Frage scheint ihn unerwartet zu treffen. Er scheint nicht zu wissen, wie er mir antworten soll. Dreambird? Nee, das bist du. Nein. Okay. Nein, ich bin nicht Tetsuya, ich bin nur sein Klassenkamerad. Bam! Bam! Gut, wir haben es rausgefunden, es ist nicht Folgenende. Mein Name ist Kohei Ishida. Ihm gehört der 5. Spind in der 3. Reihe. Wow, danke, du hast mir den Tag gerettet. Kein Problem. Aber ich glaube, du solltest jetzt rausgehen. Ja, du hast recht. Ich lege den Brief in Tetsuyas Spind und verlasse schnell den Raum. Ohne einen Blick auf Kuhai zurückzuwerfen. Hätt's doch machen können. Ich hoffe, er erinnert sich nicht mehr an mein Gesicht hiernach. Ansonsten wünsche ich mir, dass etwas seinen Kopf trifft, damit er eine Amnesie bekommt. Selber schuld. Weil er der einzige Zeuge der demütigsten Sache ist, die ich jemals in meinem Leben getan habe. Oh. Aber dafür kann er nichts. Aber um fair ihm gegenüber zu sein, er hat ja nicht böse reagiert. Er war ruhig. Und seine Augen sind süß. Oh, was soll das, Amy? Sag nicht, du hast dich in Kuhai verliebt. Doch. Ach was, das ist albern. Aber, wer weiß. Es gibt so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Oh, und seine Stimme, die ist süß. Oh, meine Güte, ich sollte aufhören zu denken und mich so wie meine Freundin Charlotte verhalten. Da brauchst du jetzt aber eine andere Freundin dafür. Ja. Ich höre auf zu rennen, als ich den leeren Flur erreiche. Ohne es zu wissen, läuft Charlotte auf mich zu. Oh. Amy, du hast es geschafft, deine Mission zu erledigen? Brief versendet. Danke nochmal. Okay. Ich hoffe, er liest ihn. Und er merkt, wie sehr ich ihn liebe. Es tut mir leid, dass ich überreagiere, aber ich bin so aufgeregt und doch nervös. Und ich hyperventiliere. Okay. Ich will nach Hause gehen, damit ich Geometrie lernen kann. Damit ich nächstes Mal nicht von Charlotte kopieren muss und die furchtbaren Konsequenzen tragen muss. Ich gehe jetzt. Tschüss und danke nochmal für alles. Tschüss. Ich mache mich auf den Weg nach Hause. Ich werde mich aufs Lernen konzentrieren. Ich verspreche mir selbst, dass was auch immer heute passiert ist, nie wieder passieren wird. Als ich die Straße hinunterlaufe, bemerke ich was. Eine alte Anzeige über ein Ratschlagprogramm? Oh nein, bitte nicht, Mädchen. Sie geben gratis Ratschläge für anonyme Anrufer? Oh. Das klingt aufregend. Ich werde die Details und Kontaktdaten auf ein Papier schreiben.
Ich stürze mich direkt auf mein Bett, als ich in mein Zimmer komme. Boah, wie das Zimmer aussieht. Alter. Ew, voll das Mädchenzimmer. Ich bin geblendet. Ich auch. Ich mag das Gefühl von meinem weichen Bett nach einem langen, anstrengenden Tag in der Schule. Nachdem ich mich ausgeruht habe, sollte ich den Rest des Abends produktiv verbringen. Oh, was soll ich jetzt nur tun? Erstmal eine Currywurst. Wie wär's mit Hausaufgaben, Mädchen? Ich öffne meinen Laptop, um meine E-Mails zu überprüfen, aber keine neuen Mails sind in meinem Eingang. Bis mir Kuhai durch den Kopf geht. Diese perfekten Augen. Diese ruhige Stimme. Hast verstanden, Dreambird? Hallo, keine Chance, ich bin bereits verheiratet. Nein. Du ja, sie nicht, ne? Ich sollte ein wenig über ihn nachforschen. Jetzt geht's los. Ja. Oh, das sieht aus. Laut meiner zuverlässigsten Informationsquelle, Face Note, ist er Kuhai Ishida. Face Note mal, also Facebook mal anders. Mm. Face Note. Genauso wie Apple mal Erdbeere. Ich besuche seine Profilseite und lese einige Informationen über ihn. Wow, er ist ein Mitglied des Tennisclubs und der Vorsitzende des Matheclubs. Gut, das mit dem Tennis hättet ihr auch so sagen können. Ja. Und er lebte in Amerika, als er noch klein war. Aber vielleicht sollte ich aufhören, ihn online zu stalken. Lieber in real life stalken. Genau, wenn schon, dann richtig stalken, ne? Jetzt. Aber wer soll schon wissen, nicht wahr? Social-Network-Seiten verfolgen keine Besucher. Bist du dir sicher? Das dachte ich mir auch gerade. Daher kann ich seine Seite wieder besuchen. Und wieder und wieder und wieder. Brillant, Amy. Brillant! Oh mein Gott. Ich kann sogar ein paar seiner Bilder runterladen. Oh, die Wunderwelt des Internets. Darauf sonst was mit den Bildern. Dreamy, benimm dich! Ja, sorry, Entschuldigung. Sie druckt sie aus und klebt sie sich an die Stirn. Nein, übers Bett an die Decke! Ja. Aber bitte dann in hier Dinner 1 Format, ne? Nein, dann machst du ein großes Dinner 1 Bild und druckst nur die ganzen Schnipsel aus und klebst das dann lebensgroß zusammen. Jetzt wissen wir, wie du dein Zimmer gestaltet hast. Vielen Dank. Nein! Oh mein Gott. Mein Zimmer war voll mit Band-Postern. Bernd oder Band? Band. Was soll ich dann hier? Bernd das Brot, oder? Nein! Oh so, mein Gott. Jetzt halt schneid das aus, der schneid das da raus. Nein. Gut. Und sie für meinen Desktop-Hintergrund verwenden. Siehste! Jetzt starrt er mich endlos an. Oh mein Gott. Ja. Ja! Oh mein Gott. Nach Stunden herumschmökern im Internet vergesse ich die Zeit. Es ist bereits Mitternacht, es ist schon nach Bettzeit. Ich hoffe, morgen wird mir etwas Aufregendes passieren. Am nächsten Tag. Aufgaben vergessen. Verschlafe ich. Nah dran. Ich springe aus meinem Bett und mache mich fertig für den Tag. Gehe zu meinem Schreibtisch, packe meine Notizbücher für die Schule ein und mir fällt etwas auf. Dieser Musikwechsel, die sind. Und die Musik, das... Oh. Naja, ich schaue hier nicht oft nach. Aber etwas ist seltsam. Etwas ist wirklich seltsam. Ja, was denn?
genau sich einer das Datum an? Der 14. Februar. Nein, 7. Heute Quiz. Achso, ich dachte, sie war. Also, okay, Quiz? Der Valentinstag ist bald da. Jetzt weiß ich, warum Liebe in der Luft liegt. Hallo Teddybären, Schokolade und Liebessongs im Radio. Mir wird schlecht. Oh. Ich bin so aufgeregt. Aber warum sollte ich aufgeregt sein? Ich bin Single. Und ich bin ungeliebt. Ich bin nur ein durchschnittliches Mädchen. Wenn mein Leben ein Shoujo-Manga ist, werde ich nie die Hauptheldin sein. Aber du bist es an dieser Visual Novel. Sorry. Ja. Ich bin bloß eine dieser Mauerblümchen-Schülerinnen im Hintergrund. Und beobachte die Liebesgeschichte der Hauptheldin. Ich sollte meine verrückten Gedanken jetzt abschalten. Ich gehe jetzt besser zur Schule. Oder ich werde zu spät kommen. Wow. Ich renne die Straße hinunter. Also man muss schon das Spiel sagen, von der Technik her ein riesen Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger. Ja. Ich renne so schnell ich kann. Fall nicht hin. Ich renne nicht, weil ich mich auf die Schule freue. Aber weil ich nicht schon wieder zu spät zum Geometrieunterricht kommen will. Die Animation verwirrt mich gerade. Ich weiß, dass ich nicht dumm bin. Ich steche sogar in einigen unserer Fächer heraus. Das hat sie ganz zu Anfang noch anders erzählt. Vielleicht senden einige Fächer bloß schlechte Schwingungen aus. Genau. Ich bekomme passable Noten wegen meiner perfekten Anwesenheit und Pünktlichkeit. Mathe ist ein Arschloch. Yep. Und nicht wegen den Noten, die ich in den Prüfungen bekomme. Ich erreiche endlich die Schule. Puh, ich habe doch genug Zeit. Vielen Dank an meine lichtgeschwindigkeitsschnellen Füße. Oh Gott. Ich habe noch genug Zeit, um nochmal ins Umkleider von den Jungen zu gehen. Ja. Nein. Aber ich glaube, alle Bemühungen an diesem Morgen werden umsonst gewesen sein. Denn soweit ich sehen kann, wird heute nichts Neues passieren. Schlimmer noch, unsere Lehrerin erzählt uns, wir sollen dieses ganze Mathezeug als erstes am Morgen merken. Yay! Sich Zahlenkombinationen zu merken macht überhaupt keinen Sinn. Besonders da ich ganz genau weiß, dass Schlafen eine Notwendigkeit ist und Geometrielernen bloß optional ist. Ich gähne im Unterricht mehrere Male. Nach einer Weile, bereits gelangweilt vom Unterricht, schaue ich gedankenlos zur Tür. Und ich sehe Kohai im Gang laufen. Was für ein perfekter Zufall. Ich habe so ein Glück, ihn so früh am Morgen zu sehen. Er ist so ernst, während er läuft. Willst du da lachen und rumzappeln beim Laufen, oder was? Sorry, aber... Er sieht sehr klug aus. Er sieht sogar wie mein Lieblings-Anime-Charakter aus. Oh mein Gott. Daran, dass er als Anime-Charakter hier eingebaut wurde. Och, Mann. Sorry. Er nimmt die ganzen Illusionen. Ja, echt mal. Ich bin halt rein Realist, weißt du? Ich wünschte, meine Augen hätten eine Kamera, die jede seiner Bewegungen einfangen würde und sie für immer behält. Ach, mir wird schlecht. Lass das mal sein. Ich okay. Könnte ihm Schokolade am Valentinstag geben. Oh, besser nicht. Ich habe nicht vor, ihm meine Gefühle zu verstehen. Gestehen. Oh Gott!
Ich bin nur glücklich, ihn aus der Ferne zu sehen. Denn ich weiß, dass das wahre Leben anders ist als in Visual Novels und Animes. Ja, ein ganz großes Räuspern. Wo beliebte Typen sich in durchschnittliche Mädchen verlieben können. Ich habe Vertrauen in mich selbst, aber ich bin auch realistisch. Also sollte ich zufrieden damit sein, ihn online zu stalken. Was? Weißt du, ich habe keine Probleme damit, ein Stalker von realen Typen zu sein. Extra Notfall-Tarnschutz. Das ist geil. Das ist so. Da steht da eine Wandbarriere, okay? Ja. Sehr interessant. Und in meinem Kopf mit fiktionalen Typen auszugehen. Das ist alles. Es ist eine einfache Formel. Ich kann ihn genau sehen. Aber er kann mich nicht sehen. Man braucht kein militärisches Spionagetraining, um das tun zu können, was ich tue. Aber die Technik ist schwer zu meistern. Jedes Mal, wenn er mir über den Weg läuft, kann ich nicht anders, als ihn anzuschauen. Aber ich stelle sicher, dass ich es diskret tue. Endlich, Mittagspause. Meine Lieblingszeit in der Schule. Ich nehme mein Mittagessen mit zum hinteren Bereich der Schule, weg von meinen lauten Klassenkameraden. Ich bin endlich hier an meinem Lieblingsort. Als ich meine Pausenbrotdose öffne, kommt Charlotte auf mich zu. Was kommt jetzt? Amy! Ich kann nicht glauben, dass Charlotte mich hier immer noch finden kann. Sie rennt auf mich zu. Und sie sieht sehr aufgeregt aus. Amy, es hat ein bisschen gedauert, dich zu finden. Was? Ach so, magst du es hier nach hinten zu gehen? Oh. Das wäre sie nicht da, oder? Ich mag einfach die Ruhe. Ich erzähle ihr nicht, dass dieser Platz mein einziger Rückzugsort von meinen lauten Klassenkameraden ist, inklusive ihr. Wie auch immer, ich bin hier, weil ich dir etwas wirklich Besonderes erzählen muss. Wirklich besonders? Ja. Ziemlich besonders. Tetsuya ist jetzt mein Freund. Warte. Respekt zu Bart. Charlotte umarmt mich. Ich kann ihre Glücklichkeit spüren. Sie strahlt sie aus. Und ich freue mich so für sie. Ja, das ist großartig. Du musst sehr glücklich sein. Oh ja, das bin ich. Es ist wegen dir, Amy. Deswegen bin ich hier, um dir aufrichtig zu danken. Wegen mir? Warum? Wenn du den Liebesbrief nicht geschrieben hättest, hätte ich nicht seine Aufmerksamkeit gewonnen. Ich glaube, der Liebesbrief, den du geschrieben hast, ist magisch. Er enthält einen supersonischen Zauber, der Liebe anzieht. Der Satz kommt mir so bekannt vor, ne, Dreamy? Ja. Ich glaube nicht, dass es so ist. Aber der Liebesbrief hat tatsächlich funktioniert. Wie ein Wunder. Ich glaube, Charlotte zitiert einen Dialog von einer früheren Visual Novel. Vielleicht Witch's Spell, der Vorgänger von dem Entwickler. Tetsuya hat mir gesagt, dass der Brief so süß ist. Er findet, dass ich wirklich ein süßes Mädchen bin. Ja. Naja, das ist alles, was ich sagen wollte. Ich muss nämlich jetzt zu unserem Treffen im Schülerangelegenheitsbüro. Ich bin nur vorbeigekommen, um dir zu danken.
Gern. Geschehen. Danach geht Charlotte. Puh. Also, hat sie jetzt einen Freund wegen mir? Das ist großartig. Ich bin diejenige, durch die es zustande gekommen ist. Ich bin Teil ihrer Liebesgeschichte. Yay! Juhu! Juhu. Nachdem ich mein Mittagessen gegessen habe, habe ich immer noch ein wenig Zeit, um etwas zu tun, während ich auf die nächste Stunde warte. Ich schaue auf meine Uhr. Mittagspause ist vorbei. Also laufe ich doppelt so schnell zu unserem Klassenzimmer. Während ich durch den Flur laufe, sehe ich Kuhai. Kuhai läuft auch im Flur. Und wir laufen aufeinander zu. Rabalms! Quatsch. Gerade scheint er wie ein starker Magnet zu wirken, der mich anzieht, ihn anzuschauen. Aber zur gleichen Zeit warnt mich mein Gehirn, ihn nicht anzustarren. Ich darf nicht starren. Nicht anstarren, Amy. Nicht anstarren. Aber ich kann nicht widerstehen. Aber was für eine Überraschung, er schaut mich auch an. Aha, was für ein Zufall. Trotzdem bin ich so schüchtern wie immer. Also versuche ich weiterzulaufen. Aber... Miss? Du meine Güte, er ruft mich. Ich darf ihn nicht anschauen. Ich ignoriere sein Rufen besser. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich laufe weiter, als hätte ich nichts gehört. Hey! Nur eine Minute. Ich darf mich nicht umdrehen. Ich sollte schneller laufen. Mädchen! Aber ich glaube, Kuhai folgt mir. Hey! Ich stelle mir das gerade bildlich vor. Ich auch. Er beschleunigt seinen Gang, um mich einzuholen. Oh ja. Hallo. Ich bin beschäftigt. Wir könnten jetzt reden. Was denn nun? Oh Gott, meine Stimme zittert. Was willst du? Nicht viel. Du bist das Mädchen, die den Brief ins Schließfach von meinem Kumpel gelegt hat, richtig? Du erinnerst dich noch daran? Du meine Güte, ich kann spüren, wie mein Scham hervortritt. Natürlich erinnere ich mich. Aber du bist nicht Charlotte, richtig? Charlotte ist nur meine Freundin. Sie hat mich nur gebeten, den Brief zu versenden. Oh, ich verstehe. Du bist eine Briefträgerin? nein, nicht wirklich. Ich wurde mehr gezwungen, es zu tun. Gezwungen? Oh nein, ich meine, ich habe das freiwillig getan. Oh, ich verstehe. Was willst du von mir? Nichts. Ich bin nur so glücklich für meinen Freund. Ja, ich bin auch glücklich, dass beide unserer Freunde jetzt eine Liebesgeschichte beginnen. Ja. Ich bin Koi Ishida aus Klasse 4.8, 4B. Wissen wir. Natürlich kenne ich seinen Namen schon, sogar mit geschlossenen Augen. Aber ich tue so, als würde ich ihn nicht kennen. Oh, nett, dich wiederzusehen, Koi. Wie war das nochmal? Oh mein Gott. Kohei! Ah, Kohei. Hallo. Oh, hey, es ist Kohei. Ich bin Amy aus Klasse 3B. Auch schön, dich kennenzulernen, Amy. Ich würde gerne länger mit dir reden, aber unser Unterricht fängt gleich an. Ja. Ich gehe besser auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Oh. Kuhai geht weg und lässt mich sprachlos im Gang zurück. Oh, was geht hier vor? Denke ich mir bei dieser Musik auch gerade. Was ist das nur für eine Musik? Er hat nach meinem Namen gefragt. Oh! Er hat nach meinem Namen gefragt. Ich werde gerade beorgelt. Wir hatten schon eine Unterhaltung. Ich fühle mich, als wäre ich im Himmel. Hoch, hoch, hoch im Himmel. Ja, das Lachen kann ich jetzt nicht nachmachen. Mach doch! Genau. Okay. Oh, wir haben schon persönlich geredet. Wir sind uns jetzt näher. Ach, das Bild. Oh mein Gott. An diesem Nachmittag bin ich aufgeregt, nach Hause zu gehen. Weil ich aufgeregt bin, zu schlafen. Weil ich aufgeregt bin, morgen aufzuwachen. Oh. Weil ich aufgeregt bin, morgen zur Schule zu gehen. Geht's noch weiter? Weil Kuhai und ich uns wieder treffen könnten. Ja! Ich bin zu Hause und überprüfe meine Profilneuigkeiten auf FaceNote. Und wie ein Wunder, ist passiert. Warum nicht gleich DeathNote? Egal. Ein Wunder direkt vor meinen Augen. Kuhai hat mir eine Freundschaftsanfrage gesendet. Er hat den ersten Schritt gemacht. Das macht mich wirklich nervös. Ich kann das nicht glauben. Er hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Es scheint so irreal zu sein und doch ist es real. Wir kommen uns jetzt näher. Und jetzt, wo er bereits meinen Namen kennt. Aha. Mein Gott, das hier abgedreht. Ja. Ich akzeptiere seine Freundschaftsanfrage. Und nun ist alles, was ich tun kann, auf meinen Laptop-Bildschirm zu starren. Mit einem großen Lächeln. Ich werde heute früh schlafen, damit ich morgen früh zur Schule gehen und ihn sehen kann. Ich bin im Bett, aber ich kann nicht schlafen. Oh, ich kann nicht schlafen. Was ist nur los mit mir? Wenn ich nur die Zeit beschleunigen könnte, würde ich es tun. Oh, Zeit. Bitte vergeh schneller. Ich überprüfe die Uhr. Es ist schon nach Mitternacht, aber ich kann immer noch nicht schlafen. Alles, woran ich denke, ist Kuhai. Und ich bin so glücklich. Aber was ist der Grund für diese Euphorie? Habe ich einen Grund, mich so zu fühlen? Oh, ich kann nicht anders. Ich muss ihn morgen einfach sehen. Aber gerade ist alles, was ich tun will, an die Decke zu starren. Und lächeln. Am nächsten Tag. Aber was am nächsten Tag passieren wird, erfahren wir erst im nächsten Part. Von Let's Play. Heartful Chance. Jo. Genau. Ja, mein Gast hat die letzten Worte. Die Kleine ist zu abgedreht. Also es ist... Ich habe keinen, normalerweise nicht so viele Schwierigkeiten, Frauenstimmen nachzumachen, aber dieses hohe und hin und her Verliebte von ihr und Abgedrehte, das ist echt schwer. Ich vermute mal, das passt nicht so gut zu dir. Nee, überhaupt nicht. Deswegen hast du da Schwierigkeiten. Ja. Und ihr beide kennt mich ja auch ein bisschen besser, ihr versteht das ja auch, ne? Aber natürlich.
Aber natürlich. Nein, Spaß beiseite jetzt mal. Sie ist sehr, wie soll man es sagen, klischeehaft überverliebt. Ja. Durchgedreht. Ich glaube ja eher, das ist einfach nur eine Schwärmerei. Möglich. Könnte es auch sein. Dass er vielleicht einfach nur mit ihr befreundet sein will und sie gleich denkt, ah ja, super. Achso, ja, das sowieso, ja. Das, man muss ja nicht alles gleich so, ne? Nur weil er mit ihr redet hat und bei Facebook oder FaceNote Freundschaftsanfrage heißt noch lange nicht, dass er sie irgendwie liebt haben will, sonst irgendwas. Ja. Aber ob das so ist, erfahren wir im nächsten Part. Jojo, macht's gut, ihr Lieben. Bye-bye.